Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Naturmedizin. Wecke den goldenen Schwan und Kranich. Was sich hinter diesem ansprechenden Bild verbirgt, ist eine Qigong-Übung, welche... Doch schauen Sie selber rein. Mein heutiger Gast, Frithjof Krepp, wird uns diese Übung näher bringen. Er ist Qigong-Lehrer und Autor des Buches Free-Flow Qigong und Meridian-Klopftechniken. Bleiben Sie dran und machen Sie mit. Hallo Frithjof, herzlich willkommen. Hallo Rolf. Ja, jetzt geht's zur Sache. In dieser Sendung werden wir praktisch. Du wirst uns diese Übung Wecke, den goldenen Schwan und Kranich erklären, sodass wir sie zusammen durchführen können. Mhm. Bevor wir in die Übung reingehen, bevor du sie erklärst, wie wirkt die überhaupt? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung hier und dass ich was Praktisches auch machen kann. Ich bin ja auch Praktiker. Ja, auch hier kann ich dir nur sagen, lass dich überraschen. Lass dich wieder mal überraschen. Ja. Ich habe diese Übung habe ich bewusst zusammengestellt aus Teilen von zwei verschiedenen Qigong-Techniken. Mhm. Und zwar hatte ich einen Qigong-Kurs gehabt in München. Da war eine ältere Dame, die konnte nicht stehen oder sehr wenig stehen. War schon über 80, aber war ungemein gewillt, Qigong zu lernen. Und dann habe ich diese Übung gemacht und sie auch jetzt weiteren Menschen gezeigt und sie auch weitergegeben in eine neurologische Klinik, wo sie sehr dankbar aufgenommen wurde, weil man die Übungen sitzen machen kann. Das könnten auch Leute mal machen, die im Rollstuhl sitzen. Wenn jetzt jemand zu Hause ist und diese Übung machen möchte, dann empfehle ich, dass er sich vielleicht hinstellt. Füße schulterbreit, leicht in die Knie gehen und dann geht's los. Drei Teile gibt's. Okay. Teil 1, ganz einfach. Die Arme schweben einfach hier an der Seite nach oben und wieder runter. Ganz leicht. Das ist eine traditionelle Übung, die heißt Wecke das Qi, beim Chinesen. Wecke das Qi. Wird auch in der Kampfeskunst gemacht am Anfang. Also nicht, dass du meinst, dass wir es jetzt hier erstmal jetzt im Kinderkram hier machen. Das ist in der Tat eine Übung, die machen die Kampfsportler. Man sieht das ja immer wieder bei den Leuten. Mhm. Ja, was ist hier aber wichtig? Hier ist einfach ganz wichtig, dass man hier einfach den wichtigen Handpunkt öffnet, hier in den Händen, den Laogong-Punkt. Mit diesem Punkt kann man Energie aufnehmen und man kann Energie abgeben. Ja, was soll ich für Energie aufnehmen? Ich nehme damit die Energie, wenn ich nach oben gehe, nehme ich die Energie der Erde auf. Und beim Runtergehen lasse ich alles krank und verbrauchte in die Erde fließen. Also, doppelte Wirkung. Energie der Erde aufnehmen. Und das wird dann Watt in die Erde drücken. So ein Gefühl muss irgendwie entstehen. Wir gehen also bis zur Hosennaht, wenn wir stehen. Und die Arme nicht heben. Die schweben noch. Ja. Und kriegen ein Gefühl, dass die Arme hoch schweben. Wir wollen es ja nicht anstrengen, Rolf. Wir lassen uns einfach überraschen, dass der Arm gerade nach oben geht. Ist das super. Und geh nach unten. Jetzt verbinden wir noch was ganz Wichtiges. Wir verbinden das jetzt noch mit der Atmung. Beim nach oben gehen, atme ich ein durch die Nase. Und beim nach unten gehen, atme ich alles Kranke aus. Den leicht geöffneten Mund. Beim nach oben gehen, atme ich ein durch die Nase. Und lassen alles Kranke, lassen wir hinabfließen. Wunderbar. Und was kommt jetzt noch wichtig? Vielleicht erinnerst du dich an eine unserer letzten Sendungen. Aus dem Herzen lächeln. Genau. Denn ohne das bleibt das Qigong ein Qigongchen. Wir wollen ja das Herz aktivieren. Herz ist ganz, ganz wichtig. Wunderbar. Das ist der erste Teil. Zweiter Teil, das Wecken, und der zweite Teil, jetzt kommt der goldene Kranich. Wir starten genauso wie hier aus, das ist ganz leicht. Wir starten einfach hier nach oben, gehen bis ganz hoch. Den goldenen Schwan. Der Schwan legt seine Flügel zusammen und bewegt sich hier Richtung Bauch.
die Finger nicht übereinander, sondern Fingerspitzen zeigen einander zu. Dann wieder. Der Schwan öffnet seine Flügel. Herz öffnen. Flügel zusammenlegen. Schön langsam. Und die Energie einbringen. So. Gerade nochmal. Genau. Und jetzt kommt's. Beim Qigong bleibt man so in dieser Stellung stehen. Beim Qigong arbeiten wir mit Qi. Wir machen keine Gymnastik. Ihr stellt euch einfach vor, hier ist jetzt ein großer Ball von Energie. Goldenes Licht, das du da hast. Und dieses Licht komprimierst du und bringst einfach in deinen Unterbauch zum Dantian runter. Das Qi kann Materie durchdringen, also wird es nicht an der Bauchdecke abprallen, sondern da reingehen. Einfach und dann holen wir uns die nächste Ladung. Qi ist überall, ist freie Energie, kann ich mir holen. Wow, stell dir so eine richtig goldene, wertvolle Kugel von Energie vor. Und dann gehst du da rein. Und nochmal. Wunderbar, das war der zweite Teil. Und der dritte Teil ist genauso leicht. Jetzt geht die Bewegung geht nur seitlich nach oben. Das ist der Kranich. Der Kranich ist bei den Chinesen ein Glücksvogel. Vogel der Verjüngung. Guck mal, dass die Arme die so sind, also nicht ganz so gestreckt. Mhm. Aber auch nicht so abgeknickt. So ganz leicht. Geht bis dahin. Dann drehen die Hände zum Himmel. Jetzt hättest du hier oben so eine Kugel. Und dann gehen wir einfach genau über den Schädel nach unten. Die Finger zeigen aufeinander zu. So, einfach so nur den Finger entspannen sich und dann nochmal. Jetzt machen wir wieder nur Gymnastik. Die Arme gehen hier nach oben, ne, also so. Drehen zum Himmel. So, Gero, bleib ruhig über den Hinterkopf und dann streifen die so hier runter am Gesicht vorbei. Super, die Finger hier so zueinander. Oben. So, das ist die äußere Form. Mach die Finger nicht ganz so, mach so ein bisschen entspannter die Finger. Okay. Ja, so sieht schöner aus. Gut. Sehr, sehr gut. Wenn ich nach oben gehe, ist mein Bewusstsein in den Laogong-Punkten hier. Und ich nehme das Qi aus der Erde auf. Jetzt verbinde ich das mit dem himmlischen Qi. Ich nehme es einfach Energie auf in die Hände. Und forme damit einen Ball hier oben. Eine Lichtkugel. Ja? Und dieses Licht gieße ich jetzt hier oben ein. In mein Himmelstor. Und nehme das hier einfach mit runter. Durch meine äußere Bewegung fließt das Qi einfach hier runter. Fließt hier runter. Und hier gebe ich es im Bauch ab. Es geht wieder um Energie. Ja? Der Geist lenkt das Qi. Das ist ganz wichtig. Machen wir nochmal. Jetzt kannst du dir vorstellen, du hältst einen Regenbogen. Und wenn du einen Regenbogen zusammenfächerst, was passiert dann? Es entsteht ein Lichtball. Das goldene, wertvolle Licht. Und das gießt du hier oben ein. Lenkst es in den Schädel, die Stirn, gehst hier runter. Und jetzt kommt noch ein Trick. Leg bitte diese Zungenspitze an den Gaumen hinter die oberen Schneidezähne. Zungenspitze an den Gaumen hinter die oberen Schneidezähne. Mhm. Und dort, das ist die sogenannte Elsterbrücke, dort nehmen wir das Qi mit runter zum Hals, zur Brust und wir geben es einfach im Dantian ab. Qi aus der Erde ziehen. Qi des Himmels. Regenbogen zusammenfalten, Licht. Wir geben Licht ein. Wir ernähren uns ja auch von Lichtphotonen. Lichtnahrung. Und das geben wir einfach ein. Super. Das sind diese drei Teile. Und wenn wir das zusammenführen, und das wollten wir jetzt mal machen, einfach, dass die Zuschauer auch vielleicht mal mitmachen können, dass sie gerne im Stehen praktizieren oder wenn es nicht anders geht, im Sitzen, machen wir das jeden Teil dreimal und das Ganze dann dreimal. Und dann kommen wir auf ungefähr 10, 12 Minuten und dann haben wir schon eine kleine Qigong-Übung, aber die hat es schon ganz schön in sich. Ja, damit kann man schon eine ganze Menge Qi aufnehmen. Okay?
Bist soweit? Ready. Füße Bodenkontakt. Bewusstsein zur Erde. Danke, liebe Urmutter Erde, für die Energie. Bewusstsein oben am Kopf zum Himmelstor. Energie aufnehmen. Aus dem Kosmos, aus dem Herzen lächeln. Dann kannst du die Augen öffnen. Einatmen, sanft über den Mund ausatmen. Keine Kraft. Je weniger Kraft wir verwenden, desto besser fließt die Energie. Jetzt gehen wir ganz nach oben, sind wir ein Schwan. Der öffnet seine Flügel. Herrlich. Was er kriegt zwischen den Händen, legt das zusammen und bringt das einfach durch die Bauchdecke ins Dantien hinein. Nächster Teil. Das ganz Wertvolle, das goldene Qi. Eingießen. Das mal. Kranich. Regenbogen halten. Lassen. Licht und oben eingießen, das Licht. Und durch die äußere Bewegung über den Schädel mitnehmen, unter der Stirn, unter der Nase, Zunge anlegen an den Gaumen, hinter den oberen Schneidezähnen, die Finger zeigen aufeinander zu. Finger entspannt. Oben eingießen. Teil 2. Arme schweben hoch. Energie aufnehmen aus der Erde, alles Kranke abgeben. Jetzt gehe ich nach oben, jetzt bin ich ein Schwan. Wow, ein schöner Vogel, stolzer Vogel. Sein Federkleid öffnet, seine Flügel öffnet. Und guckt, was er zwischen seinen Flügeln kriegt. Und er bringt die Energie hinein in sein Dantien. Vorstellen, dass dieser Schwan an einem See sitzt. Oh, sein See. Die Sonne glitzert. Nimm das Qi auf. Bring das in dein Dantien hinein. Der Kranich. Energie aus der Erde ziehen. Himmlisches Qi. Oben eingießen. Die Finger zeigen aufeinander. Ist schön entspannt, die Finger. Regenbogen. Regenbogen vorstellen. Jetzt fächern wir den Regenbogen zusammen zu einer Lichtkugel. Und dieses Licht gießen wir hier oben ein. Nehmen das mit den Schädel, die Stirn langsam nach oben.
dann hast du mal verzählt oder so und dann macht auch nichts. Mach mal dreimal mehr. Noch eine Ehrenrunde. 4 aus der 10. Alles klar, gehabt hier. Vollkommen entspannt. Genieße das Sein. Erreiche alles durch Leichtigkeit. Schwan. Die Sonne glitzert über dem See. Es ist Morgenstimmung. Ich nehme dieses goldene Chi auf. Bring es in Wandertieren hinein. Kranich. Langsam nach oben gehen, Energie aus der Erde ziehen, den Regenbogen halten, Lichtkugel und ich gieße es hier oben ein, nehme es mit den Schädeln und den Finger zeigen aufeinander zu und sind entspannt. Die Augen aufsehen, geht der Blick in die Ferne irgendwo, immer gehen näher. Im Inneren, nicht im Außen. Hier runter. Und lege die Hände auf meinen Unterbauch. Wir haben die linke Hand unten. Bewusstsein unter die Hände in den Bauch rein. Dadurch wird das Qi dort gesammelt. Mein Geist jetzt im Bauch ist, unter den Händen. Ich kann schon eine Sonne vorstellen jetzt. Ich lasse die Augen geschlossen, die Arme sinken zur Seite. Ein Augenblick nur sitzen, keine Gedanken, keine Gefühle, nichts, Leere. Zen. Ich denke wieder an das Dantien, komme deshalb in meine Mitte zurück, öffne langsam meine Augen, bin wieder hier, ganz im Hier und Jetzt. So, mach kurz Fäuste ballen, loslassen, das ist so ein Zeichen für mich. Hallo, ich bin wieder da. Hände reiben, Schönheitscreme, von Qi, Gesicht verteilen. Genau. Beautycreme von Qi, zur Verjüngung. Vielleicht noch mal durch die Haare gehen, kurz. 10 Tigerstreifen durch den Wald, um die Meridiane im Kopf zu aktivieren, bis den Nacken massieren. Wie war das, Ron? Das war cool. Und das Interessante dabei war, wie du das erwähnt hast, die Arme sind getragen worden. Sie sind geflossen, also ich wurde gar nicht müde oder musste es anstrengen. Es ist einfach schön geflossen und die Gedanken waren einfach bei der Übung, beim Bild, beim Schwan, beim Kranich, beim Regenbogen, bei der Lichtkugel,
es hatte gar keinen Platz für andere Gedanken. Also es war eine völlige, für mich war es eine Art wie eine Meditation. Das ist eine Meditation. Das ist Meditation in Bewegung, so kann man das sagen. Mhm. Ja. Und das Wichtige ist, es darf nicht anstrengend sein. Wenn es anstrengend ist, dann macht man was falsch beim Qigong. Mhm. Ja? Wir erreichen alles durch nicht anstrengend. Ja? Das ist ja das, was am Anfang, du hast mich darauf hingewiesen, eben die Finger nicht spannen, was man sich vielleicht auch von anderen Übungen oder von Yoga, die Körperspannung, manchmal bewusst eben auch aufbaut, das Powerhouse aktiviert, und hier läuft es eben ganz, ganz anders. Es ist wirklich voll in der Entspannung. Das ist ein anderer Ansatz. Wenn manche Leute kommen und die Frage, ich sag mal, wie ist das für dich? Dann, ich bin so entspannt. Dann sagt, du kannst nicht entspannt sein bei dieser Fingerhaltung. Ja, aha, schön die Fingerentspannung. Und noch ein Tipp für die Zuschauer. Bei hohem Blutdruck, guck mal, geht man so nach unten. Wenn die Leute einen hohen Blutdruck haben, sind die Hände nicht zum Körper gerichtet. Die Handflächen, ja, beim hohen Blutdruck geht man so hinab. Ja, also aus Sicht der chinesischen Medizin ist das so. Und ansonsten so. Das ist ein Tipp, den ich geben kann. Sonst sind die Bewegungen gleich. Besteht aber keine Gefahr, wenn ich so mache, dass der Blutdruck steigt. Das ist einfach ein Tipp. Nein, also normalerweise ist Qigong super gut, um den Blutdruck nach unten zu bringen, wenn die Leute eine Zeit lang praktizieren. Ja. Und wie kann man das praktizieren? Jetzt haben wir das einmal gemacht. Das Entscheidende ist, wenn Leute jetzt wirklich krank sind, dann sage ich das einfach, du hast ein Problem, mach's morgens und abends. Und möglicherweise auch nochmal mittags. 12 Minuten. Die Zeit sollte man dann auch für sich haben, für seine Gesundheit. Und wenn die Leute anfangen zu praktizieren, sage ich immer 28 Tage durchhalten. Nicht gleich sagen, nach 3 Tagen, das bringt nichts. 28 Tage, das ist dieser Mondzyklus, ne? Ja. 28 Tage dieser Rhythmus. Und das weiß man auch in der NASA, die Neuronen, nach 28 Tagen sind die erst wieder neu gebildet im Hirn. Auch das weiß man auch hier von der Hirnforschung. Sowas. Also die 28 Tage, die Chinesen da vorgegeben, die haben, da steckt wirklich ganz, ganz viel Wahrheit dahinter. Also 28 Tage einfach praktizieren und machen und dann reden. nicht vorher sagen, das bringt nichts oder sowas. Nix, ja. Also wenn wir gerade schon beim Mondzyklus sind, ist es irgendwie noch empfehlenswert, bei Vollmond oder Neumond zu beginnen? Oder ist das nee, egal? Das kann man machen, da muss man nicht. Also wenn jemand da irgendwie affin ist irgendwie und gerne nach dem Mondrhythmus lebt, kann er das natürlich gerne machen, ja. Das praktizieren. Aber ansonsten ist das eine Übung, die kann man immer und ewig machen. Das Schöne dabei ist, man braucht nur einen Quadratmeter. Also man braucht keine schicken Turnschuhe oder irgendwelche speziellen Yoga-Klamotten oder sowas. Du brauchst einen Quadratmeter, du kannst den Schlafanzug da sitzen, von mir aus, oder stehen. Also wir machen keine Modenschau. Hierbei. Ja. Das ist eine Übung, die einfach nach innen gehen kann, auch eine schöne Musik auflegen und sich einfach mal Zeit nehmen für sich selbst. Und dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, ich sagte mal eine Frau zu mir, jetzt habe ich mal noch Qigong aufgehalst. Die habt schon so viel Stress. Aufgehalst, ja. Das ist auch noch was, das abgehakt werden muss auf der Tagesliste. Nein. Die richtige Affirmation ist, heißt, ich gönne mir Qigong. Ja, genau. Man darf sich Qigong gönnen, das ist das tägliche Pralinchen. Einfach mal Hund weg, Kinder weg, Ehemann weg, Partnerin weg und einfach mal Zeit für sich selbst zu nehmen und alles andere weg. Und ich schwöre dir eins, es gibt so viel Mist, was die Leute sich heutzutage anziehen, reinziehen im Fernsehen oder sonst irgendwas, und nur negative Nachrichten ausschalten und einfach mal Qigong praktizieren. Einfach mal Zeit für sich selbst zu nehmen. Das ist das, was den Leuten dort fehlt. Die Zeit für sich selbst. Ja, genau. Das ist für mich ganz wichtig. Du wirst mich fragen, habe ich heute Morgen Qigong gemacht? Ja, nachdem ich hier angereist war bei euch, habe ich heute Morgen um 7 Uhr da im Hotel Qigong praktiziert, eine halbe Stunde. Ja? Und? Also auch ich praktiziere Qigong. Ja, eben. Also, sonst wäre es ja nicht glaubwürdig. Ja. Und ich vermute mal, das ist nie abgeschlossen, sondern das ist etwas, was dein Leben begleitet. Ja.
Und du entdeckst vermutlich auch immer wieder neue Effekte, neue Wirkungen. Dein Körper verändert sich ja auch, dein Geist entwickelt sich immer weiter. Und dann kommen die gleichen Übungen wahrscheinlich mit unterschiedlichen Effekten an. Ja, normal, was mache ich dann nach dieser Übung, wenn ich im Stehen mache, mache ich dann noch einen freien Fluss. Mhm. Na, also ich schließe die Übung ab und dann gehe ich nochmal in den freien Fluss hinein und dann erst lege ich die Hände auf. Je nachdem. Aber es ist überhaupt kein Problem zu sagen, ich lege dann gleich die Hände auf. Ja? Ich bin mal gespannt hier, was ich so aus der neurologischen Klinik höre von den Leuten, wenn die Frau Doktor das mit denen mal praktiziert, die da im Rollstuhl sitzen. Ja? Wenn die das machen, die sitzen sowieso rum. Da kannst du einfach Qigong machen. Und haben die Zeit, ja genau. Und haben die Zeit. Also wenn du da keine Zeit dann hast, das zu praktizieren. Einfach für einen selbst. Aber das ist auch für absolut Gesunde. Das Energie kannst du immer gebrauchen. Mhm. Ja, ist doch nicht so, dass du sagst, ja, ich habe genug Energie, ich brauche nicht mehr. Die brauchst du. Wie ist das jetzt gerade dieser energetische Aspekt, was du erwähnt hast, heute Morgen um 7 gemacht? Wie ist das, bevor ich ins Bett gehe? Habe ich zu viel Energie, wenn ich Qigong mache und kann da nicht einschlafen, weil ich einfach Tatendrang in mir spüre? So war das früher bei mir, ja. Als ich angefangen habe mit Qigong und dann während meiner Schulzeit noch habe ich abends Qigong gemacht und dann, was mache ich jetzt abends um 10, ja? Und dann habe ich bis 2, 3 rumgegruselt und dann bin ich um 6 aufgestanden, ja. Das war dann auch nicht so gut. Aber es ist oft so, dass man dann trotzdem super gut schlafen kann. Also ich empfehle allen Leuten, die nachts nicht schlafen können, ja, dann empfehle ich immer, nachts aufzustehen und Qigong zu praktizieren. Aufstehen, neben das Bett stellen und diese Übung praktizieren und dann schlafen legen. Und ich garantiere dir, die Wahrscheinlichkeit, dass sie einschlafen, ist sehr, sehr hoch. Schlafstörungen sind aus Sicht der chinesischen Medizin ein Mangel an Qi. Und wenn du den Qi-Mangel, beseitigst, dann können die Leute meistens super gut schlafen. Ja? Also das könnte, wenn man das nachts praktiziert, wenn man nicht schlafen kann, sich rumwälzt, aufstehen, Qigong praktizieren. Ja, einerseits das und andererseits, wie wir das in einer anderen Sendung erwähnt haben, ich bringe das jetzt nochmal, weil eben so Schlaflosigkeit und Schlafstörungen so weit verbreitet ist, die Übung mit dem Gedankenkarussell, die Gedanken der Verdauung zuführen, jetzt so, was ich heute gelernt habe, eine ideale Kombination. Wunderbar, ganz, ganz wunderbar. Und das Entscheidende ist dabei, einfach zu praktizieren. Ne? Wie ich immer den Leuten sage, was die Chinesen Meister sagen, everyday practice. Das war irgendwie, das habe ich einmal gebracht, vor kurzem im Kurs, habe ich gesagt, everyday practice, hat eine Frau zu mir gesagt, sag mal, kannst du es nochmal machen? Ich habe gesagt, ich kann es nochmal machen, ich kann es auch zweimal machen. Also, ja, mach doch mal. Und dann hat sie gesagt, guck mal, ich habe es gerade auf dem Handy aufgenommen, das ist mein neuer Klingelton. Everyday practice. Everyday practice. Ah, cool. Everyday practice, genau. Den fand ich richtig gut, muss ich sagen. Ja. Aber das ist wirklich eines der Geheimnisse von Qigong. Qigong, das ist das Prinzip des Reiskochens. Wenn du den Reis kochst, 3 Minuten dahin stellst, und dann wieder 5 Minuten runterstellst, dann wieder da, dann runterstellst und dann wieder draufstellst, dann wird er warm, aber er wird nicht weich. Du brauchst das Beständige, du musst die ständigen Energieaufbau machen. Das ist wirklich das Entscheidende bei den Chinesen. Das ist eine Medizin der Langsamkeit, aber auch eine Medizin einer hohen Wirksamkeit. Man muss beständig einfach dranbleiben. Das ist nicht die Abteilung, ich schmeiße jetzt eine Pille ein. Mhm. Ja, wenn man das machen will, dann sollen es die Leute machen. Aber hier, wenn man sich für Qigong entscheidet, einfach eine gewisse Beständigkeit. Ein Teil des Lebens und vor allem genießen. Ich genieße, für mich ist Qigong Genuss. Ich genieße es. Ja, und die Bewirkung kann jedes Mal auch anders sein. Ja, es kann sein, dass man plötzlich viel Energie hat. Es kann auch manchmal sein, dass den Leuten eiskalt wird beim Qigong. Das ist mir jetzt so gegangen. Das ist noch lustig. Wir haben in anderen Übungen, in anderen Sendungen hatte ich warme Hände und jetzt habe ich eine gewisse Kälte gespürt. Ja. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Kaltes Qi ist krankes, verbrauchtes Qi und es geht durch diese Übung aus dem Körper. Das muss, kalte Qi muss aus dem Körper raus. Das kalte Qi ist in seinen Chinesen immer ist eine Grundlage für Erkältungen zum Beispiel. Mhm. Oder wenn die Leute ganz viel gestautes kaltes Qi über Jahre drin haben, kann es auch schwere chronische Krankheiten auslösen. Mhm. Ich habe Leute erlebt, die bei mir im Qigong irgendwie dann da standen und sagten, mir ist jetzt eiskalt geworden. Ja, mach doch mal hier die Fenster zu. Das sagen die Leute, du spinnst. Hier ist 25 Grad. Guck doch aufs Thermometer. Aber mir ist kalt. Was sage ich denn? Was sage ich dem Kind, wem es kalt ist? Ah, jetzt zittert er doch.
dann sollen die Leute hinstellen und sollen sich einfach schütteln. Ja, genau. Und ausschütteln, ja. Ich hatte einmal eine Frau gehabt, die bei mir im Kurs war, die, der ist immer eiskalt, also richtig kalt geworden am Qigong, die wollte schon aufhören. Mhm. Und dann, habe ich gefragt, sag mal, was ist, hast du Erkältung und so? Er sagt, ja, eigentlich chronisch. Ja, wie lange denn schon? Ja, dreiviertel Jahr. Ja, was hast du gemacht? Ja, ich habe immer Antibiotika genommen. Sag ich, dreiviertel Jahr, so lange soll man es doch gar nicht nehmen. Ja, was willst du machen, als wenn du in Rio bist? Die war Stewardess. Ja? Da habe ich gesagt, ja, praktiziert Qigong. Ja, wie lang denn? Keine Ahnung, bis die Kälte weg ist. Mhm. Und nach drei Wochen kam der Anruf, mir ist so heiß. Und da passiert genau das Gegenteil. Dann fangen die Leute an zu schwitzen. Dann liegen die im Bett rum und schwitzen und es kommt, was weiß ich, eine alte Entzündung irgendwie heraus bei den Leuten. Das kann alles passieren. Und ist ja auch ein Zeichen der Wirkung, ein Zeichen, das verarbeitet wird, dass ein Prozess in Gang gesetzt wurde. Und wahrscheinlich muss man das einfach weitermachen und durchgehen. Genau. Und nicht aufhören, es ist mir zu heiß, es ist mir zu kalt, sondern ganz einfach entspannen. Ja. Wichtiges Teil ist, beim Runtergehen die Zungenspitze an den Gaumen zu legen, hinter die Ober- und Schneidezähne. Aha. Wenn ich die Energie hier runterleite. Ja. Durch die äußere Bewegung nehme ich das Qi hier im Inneren mit runter. Einfach hier runter. Okay. Und da ist die wichtige Zungenspitze an. Es war lange ein Geheimnis gewesen in China zum Beispiel, eine Zungenspitze, damit die Weiche gestellt ist für das Qi durch die Zunge hindurch. Und dass man das einfach unten abgibt. That's it. Schön. Wo können wir das noch vertiefen und uns weiter belesen? Ja, das ist nur ein Teil der Schwan-Kranich-Übung. Er hat noch viel mehr Teile. Kann man lernen bei mir im Qigong-Kurs. Wenn ihr oder sie mal Lust haben, mal zu kommen zum Qigong-Kurs, ich lade Sie herzlich gerne hierzu ein, mal auf meine Webseite zu gucken, www.lebensenergie-coaching.de. Und dort findet man mich und dort findet man auch mein Buch und so weiter und so fort und ganz, ganz viele Informationen zu Qigong und auch zu den Meridian-Klopftechniken. Schön, danke, Friedhof, für diese Information und diese wunderschöne Übungsanleitung. Herzlichen Dank. Wunderbar, danke, danke und Everyday Practice. Everyday Practice. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das lassen wir gerade so stehen. Everyday Practice. Und ich hoffe, diese Übung, Sie konnten mitmachen. Das hat Sie inspiriert, vielleicht die Sendung nochmals anzuschauen und die Übungen durchzugehen. Auf jeden Fall würde es uns noch interessieren, was Sie für Erfahrungen machen. Schreiben Sie das doch bitte unten in die Kommentare. Weitere Informationen und Kontaktangaben zu unseren Gästen finden Sie auf unserer Homepage. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und schauen Sie doch bald wieder bei uns ein. Ich freue mich auf Sie. Bis dann.